Und bei mir ist Staatssekretärin Friedlinde Gur-Hirsch nach dem Opening der Intergeo hier im Schloss in Stuttgart. Frau Gur-Hirsch, die Intergeo und ihre Bedeutung im Bereich der Landentwicklung, wie sehen Sie die? Ja, das ist für uns eine Leitmesse und ich denke gerade die Geodäsie ist ein Schlüssel für die Zukunftsentwicklung unserer Räume, der städtischen wie der ländlichen, und sie ermöglicht uns aber auch, dass wir Indizes bekommen über die Situation in den einzelnen Räumen. Zum Beispiel, wenn der Landarzt fehlt, ist die Frage, wie lange braucht ein Bürger aus einer bestimmten Raumschaft, um zu einem Arzt zu kommen. Da geht es dann nicht um die bloßen Kilometer, sondern um die Erreichbarkeit. Und für all diese Herausforderungen, gerade auch in ländlichen Räumen, sind diese Informationen ganz wertvoll. Genauso wie für den Verkehr, wo vieles möglich ist, um vor allen Dingen auch Fahrgemeinschaften zu organisieren und sich kurz zu schließen. Sprechen wir noch über die Digitalisierung, im Speziellen über den Breitbandausbau. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie kann der aus Ihrer Sicht gelingen im ländlichen Raum? Ja, da braucht es vor allen Dingen zunächst mal einen Rahmen, einen finanziellen, den haben wir inzwischen sowohl vom Bund als vor allen Dingen vom Land. Wir haben da fast 1 Milliarde vorgesehen, aber wir brauchen vor allen Dingen auch Kommunen, die da die Treiber sind, die dann auch die Interessenten zusammenbringen, und wir brauchen vor allen Dingen auch eine bessere Andienung. Da fällt es eben noch ganz stark dran und da sind Monopolsituationen oder Oligopolsituationen nicht förderlich.